Hallo und herzlich willkommen zu den Pickups vom Mai 2018. Ich habe mal die Perspektive etwas geändert. Ich hoffe, es gefällt euch. Das ist wirklich etwas, denke mal, besser, als wenn man nur so vor dem Schreibtisch sitzt und sich filmt. Und ihr könnt vielleicht so ein bisschen mein Regal etwas besser sehen. So, es gibt viel anzukündigen diesen Monat. Ich hatte eigentlich eher geplant, dass dieser Monat etwas ruhiger wird, aber naja, ihr wisst ja selber, wie das ist, wenn man sammelt. Und zwar, ich komme es gleich, ihr habt es im Titel vielleicht gesehen, eine neue Ära habe ich geschrieben. Es mag vielleicht etwas übertrieben sein, aber ich habe mir einen lange gehegten Wunsch erfüllt. Das Kernstück davon ist leider noch nicht angekommen. Ich nehme dieses hier Samstag auf. Die Folge erscheint ja an einem Dienstag. Und das Kernstück soll erst Montag kommen. Deswegen kann ich euch das leider nicht zeigen. Dafür kann ich euch aber was anderes zeigen. Und da ich über die Sache eine kleine Videoreihe machen will, wird euch da das alles im Detail gezeigt. Und zwar will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und fange auch gleich damit an. Ein bisschen was anderes habe ich natürlich auch noch gekauft. Und zwar, das ist eins der Kernstücke. Jetzt werdet ihr euch sicherlich fragen, what the fuck? Was ist das? Und zwar ist das eine Sound Blaster 16 Karte. Die kriegt man relativ günstig und ich weiß nicht, ob ihr euch auskennt. Und zwar ist das eine Soundkarte für einen Computer. Und an den Anschlüssen hier sieht man vielleicht, das ist, wenn ihr euch etwas mehr auskennt, das sind alte Anschlüsse, sogenannte ISA-Anschlüsse. Das heißt, es ist für einen alten Computer. Und ich habe mir einen lange gehegten Wunsch erfüllt und mir einen alten Retro-Computer gekauft. Und zwar ein 486er DX66. Und ich werde auch auf diesem Kanal in Zukunft auch häufiger alte DOS-Computerspiele besprechen. Alles weitere, genau warum ich genau diesen Computer mir ausgesucht habe und so weiter, da werde ich eine kleine Videoserie machen, wo ich halt diesen Computer nehme, ein bisschen erweitere, für mich einrichte und so weiter. Vielleicht hat der eine oder andere von euch ja auch Lust, sich mal so einen Retro-Computer anzuschaffen. Und da könnt ihr vielleicht so sehen, was man alles machen muss, was da alles dazugehört, worauf man achten muss. Ich persönlich bin jetzt kein absoluter Experte, was das angeht. Ich habe halt gesunde Grundkenntnisse von damals, weil ich sehr engagiert war mit Computerspielen. Von daher würde es mich freuen, wenn euch das vielleicht auch interessieren würde. Und es kommt auch ab und zu dann auch mal ein Retro-Computer-Test. Ich hatte ja schon einmal vor einiger Zeit so einen kleinen Testballon gemacht mit Patricia für den PC. Das kam ja eigentlich ganz gut bei euch an. Von daher sehe ich da ganz positiv hin. Und ich sehe auch natürlich auch schon die Ersten, die schreien würden, warum hast du dir denn einen Computer gekauft? Das kann man doch einfach mit DOS-Box machen. Ja, kann man natürlich. DOSBox, wer es nicht kennt, ist so eine Art DOS-Emulator für einen Computer. Aber naja, ich denke mal, ihr werdet alle so ticken wie ich. Wozu kauft man sich denn diese ganzen Spiele? Das gehört zum Feeling einfach dazu. Darauf werde ich aber im Detail denn in der kleinen Videoreihe eingehen. Ich hoffe, dass ich das vielleicht sogar morgen, also den Mittwoch, die erste Folge kommen kann. Aber ich weiß nicht, ob alle Teile rechtzeitig ankommen und ob das auch alles so klappt, wie ich will. Also vielleicht sogar Freitag kommt in die Folge. Und an alle Let's Play Mystic Quest Freunde, es tut mir leid in dieser Woche. Ich schaff's leider nicht, eine neue Folge zu machen. Ich versuch's auf jeden Fall in der nächsten Folge quasi mich weiterzukämpfen. Es wird ja gerade sehr spannend. Und da wurde ich auch schon geteasert, dass jetzt bald die beste Musik im Spiel ansteht. Also, ich halte die Augen auf. Auf jeden Fall, das ist die große neue Ankündigung. Manche, die sich mir auf Twitter ja folgen, haben es vielleicht schon meine Begeisterung gesehen. Ich bin ganz aufgeregt und das wird klasse auf jeden Fall. Aber nicht nur das habe ich mir gekauft, sondern auch ein paar andere Sachen. Und zwar habe ich mir ein Spiel für die Switch besorgt,
Und zwar, ich muss mal gucken wegen der Spiegelung, deswegen muss ich ab und zu mal nach links auf den Monitor gucken. SteamWorld Dig 2. Das habe ich auch schon durchgespielt, ist auch super. Es kommt nämlich auch mal mit einem kleinen Poster und so weiter. Also kleine Goodies sind immer sehr willkommen. Macht sehr viel Spaß, ich habe es durchgespielt. Ich glaube, ich habe so 7 oder 8 Stunden für gebraucht. Macht sehr, sehr viel Spaß. Auf jeden Fall absolut empfehlenswert. Wenn ihr das Spiel auch kaufen möchtet, habe ich euch unten einen kleinen Amazon-Link verlinkt. Wenn ihr dadurch das Spiel kauft, kriege ich ein bisschen Prozente. Ach, apropos Amazon. Vielen, vielen Dank an alle, die den Link bisher benutzt haben. Ich kann jetzt Ende des Monats zum ersten Mal meinen ersten Gutschein auszahlen lassen. Das werde ich natürlich schön in welche Spiele investieren. Ich bin da, habe da auch schon auf so 1, 2 ein Auge geworfen. Vielen, vielen Dank, dass ihr das gemacht habt und an alle anderen. Wenn ihr auch da Interesse habt, einfach auf den Amazon-Link unten klicken, ganz normal bestellen. Ihr zahlt nicht mehr, aber ich krieg so ein bisschen Provision. So, das war das Neue. Also für die Switch war ich relativ sparsam diesen Monat. Dafür habe ich mir allerdings auch ein paar Gameboy-Spiele gekauft. Und zwar fangen wir mal an. Mario und Yoshi. Das ist ein bisschen blöd mit dem Kamerasetup. Ich kann leider keine Nahaufnahme machen, aber ich denke mal, ihr kennt jetzt alle die Spiele. Ist vom Zustand her nicht ganz so gut. Ich gehe mal ran. Hier ist etwas Schrift dran. Ist ein solider Puzzler. Puzzle-Spiele und teste ich eigentlich ganz gerne für den Gameboy. Gefühlt ist der Gameboy, finde ich, so diese idealte Puzzle-Maschine. Und mir persönlich ist noch kein Puzzlespiel auf dem Gameboy untergelaufen, was jetzt so richtig, richtig mies ist. Also ist eigentlich die perfekte Plattform dafür. Mario und Yoshi, freue ich mich auch auf den Test. Scheint so zu sein. Also ich wusste, dass es das gibt, aber ich wusste nicht ganz genau. Es ist halt so ein bisschen Tetris mit verschiedenen Symbolen, wo ihr aber nicht die Steine direkt steuert, die runterfällt, sondern unten so Plattformen vertauscht, dass die dann halt richtig fallen. Genau. So, ich muss gucken, es kommt hier die Katze hampelt rum und... Entschuldigt für den kleinen Schnitt, ich hoffe, ich habe die Kameraposition wieder einigermaßen hingekriegt. Da war irgendwie der kleine Butterberg zu neugierig und wollte mal gucken, was für Kabel das sind und unbedingt auf den Tisch hüpfen. Ich habe es wieder einigermaßen hingekriegt. So, und zwar, wie gesagt, das war Mario und Yoshi. Dann habe ich mir noch ein weiteres Spiel gekauft und zwar... Hugo 1, die ist eigentlich so vollkommen in Ordnung, ist halt nichts Besonderes. Und zwar Hugo dürfte ja meistens aus den frühen 90ern diese Fernsehserie, wo man anrufen konnte und dann mit dem Telefon diesen Hugo steuern konnte, bekannt vorkommen. Gibt es natürlich auch als Videoform. Ich habe es mir geholt für die Retro Panda Quält sich Serie, weil ich mir nicht viel davon versprochen habe. Das Spiel ist allerdings überhaupt nicht wie die Fernsehserie, sondern wie Bugs Bunny's Crazy Castle 2, was ja als Template für viele andere Spiele genommen wurde. Ist meiner Meinung nach trotzdem nicht gut und viel zu schwer. Wie gesagt, Retro Panda Folge ist abgedreht. Die müsste sogar quasi gestern erschienen sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall, Finger weg davon. Dann noch ein kleines Puzzlespiel. Und zwar Dr. Mario für den Game Boy. Da werde ich jetzt, denke ich mal, auch noch bald einen Test zu machen. Ja, ist ein solider Nintendo-Puzzler. Muss ich nicht, glaube ich, viel zu sagen. Mit 2 farbigen Pillen versucht man, kleine Bakterien zu entfernen. Macht Spaß. Ist wie immer ein guter, solider Puzzler für den Game Boy. So, dann noch eins. Und zwar Superman. Und zwar habe ich mir das aus einem Grund besorgt. Und zwar hat der gute Walter Wind sich das mal für eine Retro-Panda quält sich Folge empfohlen. Die habe ich auch sogar schon abgedreht. Die müsste dann wahrscheinlich, ihr merkt schon, ich produziere sehr viel im Voraus. Ich mache mir immer selber Panik, wenn ich mindestens so 1,5 Wochen im Voraus die Folgen feststehen, weil ich mir mal denke, was ist, wenn du krank bist, nicht einsprechen kannst, im Krankenhaus läuft, ich weiß, es ist bescheuert, aber irgendwie habe ich da so einen inneren Druck. Auf jeden Fall wird das auch erscheinen. War ein
in dem Sinne ein guter, guter Wunsch, lieber Walter Wind. Es ist wirklich nicht gut. Nicht mal, wenn man das irgendwie großzügig sich betrachtet. Nein, also wirklich Finger weg. Gut, dann habe ich noch ein letztes Gameboy-Spiel gekauft und zwar Mortal Kombat 2. Das habe ich auch schon in einem Test verwurstet. Oder kommt der jetzt quasi gestern? Also wenn das heute erscheint, egal. Auf jeden Fall. Und zwar habe ich ja für den ersten Teil eine Retro-Panda-Quält-Sich-Folge gemacht. Das Spiel war ja echt mies und ihr habt ja fleißig kommentiert. Und naja, der zweite Teil, der ist aber viel, viel besser. Ihr merkt schon, dadurch, dass ich einen Test davon gemacht habe, sehe ich das genauso. Ist also, da liegen also wirklich Welten dazwischen. Ich weiß nicht, warum sie das nicht schon beim ersten Teil hinbekommen haben. Weil anscheinend ist der Game Boy ja wirklich fähig, einen einigermaßen soliden Brawler ja darzustellen. Deswegen danke für die Empfehlung. Test ist schon gemacht. Ich hatte doch einigermaßen Spaß beim... Ja, nicht einigermaßen. Ich untertreibe. Ich hatte Spaß beim Spielen. So. Genau, also das sind die Sachen, die ich mir gekauft habe. Und dann habe ich noch ein kleines Tauschgeschäft mit dem guten Chico gemacht. Den werdet ihr meisten kennen. Ist ein netter bayerischer Mitbürger, der eine sehr beeindruckende Gameboy-Sammlung hat. Ich glaube, was an losen Module angeht, hat er sogar ein Fullset. Ich habe mitbekommen, dass der ja jetzt auch ein bisschen mehr auf die OVPs geht. Ich ja nicht, mir reichen ja die Module. Ich hatte aber durch einige Deals, hatte ich zwei OVPs herumliegen, die ich eigentlich nicht brauchte. Und ja, dann habe ich ihn mal angeschrieben und dann haben wir einen kleinen Deal gemacht. Ich habe ihm die OVPs geschickt und noch zwei Master System Spiele und habe dafür ein paar Gameboy Spiele bekommen. Und die möchte ich euch gerne natürlich auch zeigen. Und zwar, da muss ich sagen, ihr werdet es mir nicht glauben, aber Tetris. Ich hatte es wirklich noch nicht in meiner Sammlung. Ich weiß, das ist eigentlich so ein Must-Have, den man in seiner Sammlung haben muss. Aber irgendwie kam ich irgendwie nicht dazu. Mal, wenn ich mir im Spiel gekauft habe, hat man natürlich ein begrenztes Budget. Dann denkt man sich natürlich von wegen, ja, Tetris kennst du ja. Tetris kennt man, ist super. Aber dann will ich doch lieber was Neues kaufen, was ich noch nicht kenne, wo ich vielleicht etwas sehe. Aber jetzt habe ich es endlich in meiner Sammlung, ich weiß. Schande über mein Haupt. Aber nun gut. So. Und dann noch Kid Icarus. Ist ja auch ein Klassiker, sage ich mal. Ja, ist ein Plattformer, wo ihr den sogenannten, ja, den Kid Icarus steuert. Der müsste eigentlich den meisten von euch bekannt sein. Der ist ja ursprünglich vom NES. Ist jetzt so ein bisschen ein totes Franchise schon lange von Nintendo. Oder gibt es da neue Teile? Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, im Kopf. Auf jeden Fall, ja, könnt ihr ein Plattformer, man schießt mit dem Bogen. Sieht sehr interessant aus. Ich freue mich auch auf jeden Fall schon, wenn ich da mal ein bisschen mehr genau reinspiele. Wird auf jeden Fall natürlich einen Test geben und keine Retro-Panda-Quetzi-Folge. So, und dann noch Daffy Duck. Daffy Duck ist ja einer dieser Superhelden von den Tiny Toons Universum. Ich habe kurz reingespielt, scheint so ein bisschen Mega Man Anleihen zu haben, hat mir aber schon beim Anspielen sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also auch da freue ich mich, da ein bisschen weiter einzutauchen. Ist bestimmt ein solider Action-Plattformer, schätze ich mal. So, und dann noch ein Robocop. Ja, Robocop muss ich keinen sagen. Berühmte Actionfilm-Serie aus den 80ern. Ich konnte leider kein Footage von dem Spiel aufnehmen, weil mein Retro und Five das irgendwie nicht richtig erkennt. Ansonsten musste ich einfach mal versuchen, die Kontakte noch ein bisschen mehr zu reinigen oder ähnliches. Das liegt auf jeden Fall am Retro und Five, dass der das irgendwie falsch emuliert. Der stürzt immer irgendwie ab, bevor das erste Level startet. Ganz seltsam. Aber naja, ist glaube ich auch ein solider Action-Plattformer. Ich hatte das glaube ich in meiner Übersicht von 90 oder 91, hatte ich da auch mal das kurz gezeigt und angespielt. Mal schauen, ob ich es zum Laufen kriege. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. So, und als letztes Gameboy-Spiel noch Brain Bender. Und zwar auch darüber bin ich gestolpert, als ich einer der den Jahresüberblick gemacht habe. Wie gesagt, ich weiß da auch da nicht, ob das jetzt 90 oder 91 war.
aber ist ein solider Puzzler, würde ich sagen. Und zwar habt ihr immer so einen Laserstrahl und dann müsst ihr Spiegel entsprechend ändern, dass dieser Laserstrahl entsprechend dann abprallt, sage ich mal, und dann halt zum Ziel kommt. Ist ganz okay. Was ich halt nicht so gut finde, ist, dass es ein Zeitlimit immer gibt und das scheint sehr, sehr streng zu sein. Aber im Prinzip durchaus eine nette Idee. Mal schauen, wann ich die Zeit finde, da etwas mehr einzutauchen. Und dann hat der Gute sogar noch zwei kleine Goodies mit reingepackt, was mich natürlich sehr freut. Und zwar einmal Aladdin für den Game Gear. Habe ich auch schon einen Test gemacht, hatte ich schon, aber nicht in einem so guten Zustand. Deswegen vielen Dank. Nehme ich gerne meine Sammlung auf und das Exemplar, was ich dann habe, das kann ich dann für weitere Tauschgeschäfte oder ähnliches nehmen. Und dann hat er noch ein Spiel beigepackt. Also, der hat sich echt nicht lumpen lassen, der gute Chico. Ich habe euch den Kanal auch mal verlinkt, falls ihr ihn noch nicht kennen solltet. Schaut auf jeden Fall dran vorbei. Sehr, sehr sympathischer Typ. Und zwar Power Volleyball für die PlayStation 2. Okay, so spiegelt es nicht ganz so sehr. Ich muss immer mit dem Licht gucken. PlayStation 2 kenne ich mir ehrlich gesagt so gar nicht aus. Habe ich auch nicht. Ist ein klassischer Tauschobjekt, aber naja, sie sieht nach einem soliden Beachvolleyball, ja, Simulator aus. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Beigaben, lieber Chico. Und wie gesagt, wenn ihr ihn noch nicht kennt, besucht mal seinen Kanal. Hat sehr, sehr schöne Pickup-Videos und es ist schön immer zu verfolgen, was er sich alles geholt hat. So, dann sind wir auch schon durch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und auch die neue Perspektive. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Kommentar da lassen, ob ich das so beibehalten soll oder ob euch lieber das alte mehr gefallen hat. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr mich bei meinem neuen PC-Projekt begleitet. Ich habe da auf jeden Fall sehr, sehr viel Bock drauf, habe mir auch schon so ein, zwei Spiele bestellt. Also ich werde jetzt in Zukunft auch DOS-PC-Spiele sammeln. Vorzugsweise natürlich diese schönen Big Box-PC-Spiele. Wer das damals mitbekommen hat und ah, da hat man was in der Hand, das ist so. Ah, freue ich mich auf jeden Fall darauf. Auf jeden Fall war es das für die Pickups im Mai. Ich hoffe, wir sehen uns dann auch im nächsten Monat bei den Pickups oder einfach natürlich bei den nächsten Videos wieder. Danke, dass ihr reingeschaltet habt. Kommt gut in die Woche, genießt den Feiertag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.